mit einer klaren Positionierung zum Erfolg. Welche Bedeutung hat eigentlich Personal Branding für Versicherungsvermittler? Und welche Rolle spielt dabei Social Media? Ich komme gerade aus dem Webinar mit Jannis Otte und Michael Glorius, wo wir über das Thema Social Media hart aber fair gesprochen haben. Und wir haben gerade den Prolog gemacht. Das bedeutet, wir haben gerade gezeigt, wie richte ich denn eigentlich mein Google My Business ein und wie richte ich Facebook mein Business ein. Ich mache es kurz. Ohne Brand, ohne Marke, ohne Auftritt in den neuen Medien werde ich mich bei der Neukundengewinnung in Zukunft deutlich schwieriger tun. Die Generation, die jetzt entsteht, die Generation, die jetzt da ist, wann immer wir es doch tun, sind wir doch mal ehrlich. Das Erste, was wir machen, wir schmeißen unser Smartphone an, gucken erstmal, was ist das für ein Unternehmen. Und jetzt mal unabhängig von Versicherung. Das beginnt schon beim Handwerksbetrieb. Na, wenn ich ein Handwerk, gut, Handwerk ist vielleicht noch was anderes, müssen wir Handwerker finden, der überhaupt irgendwas für mich macht. Wo immer ich sag mal, die Situation habe, dass ich mir noch ein Stück weit die Dienstleistungs- oder den Dienstleistungsgeber aussuchen darf, ganz ehrlich, was mache ich? Ich schmeiß Google an oder gucke auf Facebook und gucke mir erstmal an, wie ist das Unternehmen da vertreten, wie ist es aufgestellt wie ist es unter Umständen auch schon bewertet. Also ich mache das zumindest so und ich würde behaupten, ein Großteil der Bevölkerung macht das auch und die Tendenz, dass dieser Anteil steigt, ja, das ist mit Verlauf der Zeit sehr hoch. Insofern ein Brand zu haben, eine Marke sich zu geben, sich eine Story zu geben, sich eine Strategie, ein Business Model zu entwickeln. Ich finde mal das Canvas-Modell da sehr spannend, daran sich mal zu überlegen, was ist eigentlich mein Wertbeitrag, wie ist es als Unternehmen aufgebaut, wie optimiere ich mich und dann quasi auch einen Auftritt zu verpassen, sowohl in Social Media als auch in dem Thema Google Business, aber auch grundsätzlich eine virtuelle, eine digitale Sichtbarkeit zu erzeugen. Das sollte heute und müsste heute zum Handwerk gehören. Ich bin parteiisch. Ich bin der Meinung, Positionierung ist für den Einzelmakler oder für das kleine Maklerunternehmen das Zukunftsmodell schlechthin. Und ich habe da auch nicht nur eine Meinung dazu, sondern wie du weißt, habe ich das auch belegen können, dass das durchaus zum Erfolg führt. Es muss nicht der einzige Weg sein, das ist auch klar, aber ich denke, Positionierung ist das Gegenmodell zum Bauchladen und ein Bauchladen, auch egal wie weit wir in die Vergangenheit gucken, war noch nie positiv besetzt vom Namen her. Also ich habe noch nirgendwo gehört, hey, ich kann alles anbieten, deswegen lieben mich meine Kunden, sondern ich habe eigentlich eher gehört, wenn der Kunde das noch will, dann kann er das bei mir auch kriegen, das weiß er auch. Aber das läuft eben eher so nebenbei. Das heißt, dieser Positionierungseffekt sagt ja nichts anderes aus, als ich bin auf Platz 1 im Kopf meines Kunden, wenn es um dieses Thema geht. Und die Logik gebietet ja schon, dass das nicht in jedem Punkt sein kann. Und das ist auch okay so. Wichtig wäre, dass ich in dem Punkt dort Nummer 1 bin, wo ich es auch sein will. Und dann nennt man es Positionierung. Ansonsten werde ich positioniert. Das passiert automatisch. Dass die moderne Gehirnforschung auch davon ausgeht, dass es eben nur Platz 1 gibt und ab dann nur noch Platz 0, ist ein Fakt. Stand jetzt. Das ist auch die Logik bei Google ein Stück weit, wenn man ehrlich ist. Also keiner blättert auf Seite 2. Kommt irgendwo ein Stück weit auch daher, dass das eben verfügbarer ist. Das heißt, im Umkehrschluss muss ich mich irgendwie damit auseinandersetzen, wie schaffe ich das eigentlich? Und Positionierung und Personal Branding ist eben in dem Punkt nicht das Gleiche, sondern es ist ein Weg. Also mich zu positionieren bedeutet, mir zu überlegen, an welchem Punkt will ich auf Platz 1 im Kopf meines Kunden sein. Und Personal Branding ist ein Weg dahin. Sprich, ich mache mich selbst oder mein Unternehmen zu einer Marke. Ich schaffe es also tatsächlich, ohne dass es dafür einen faktischen Grund gibt, auf Platz 1 zu sein. Und das sind Methoden, das sind Marketingmethoden, die ich anwenden kann. Es gibt da auch verschiedene Wege hin. Aber die Wirkung ist im Endeffekt einfach nur, ich grinse in die Kamera und der Kunde verbindet damit irgendwas schon im Vorfeld. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel. Und Social Media hat dabei definitiv keine erschwerende Rolle, sondern eine absolut unterstützende Rolle. Auch nicht die einzige Rolle, wie gerne vielleicht mal erzählt wird, gibt es auch tausend andere Wege, mich personal zu branden. Ich kann auch Regionalwerbung betreiben, ich kann Google nutzen dafür, Google My Business in meiner direkten Umgebung, ja, dann ziehe ich halt im Umkreis von 50 Kilometer alle zu mir. Ist doch genauso okay, sind auch genug Menschen, geht. Also Social Media brauche ich nicht zwingend, aber wenn ich es mache, dann muss ich es richtig machen, weil das Problem dabei ist, wenn es mich gut unterstützen kann, kann es mich natürlich auch massiv runterziehen. Und zwar in den Momenten, wo ich anfange, unauthentisch
dort zu kommunizieren. Also sprich, nur Werbebotschaften rauszupusten. Ein Riesenproblem der Ausschließlichkeit ist zum Beispiel, dass man eine Art Brainpool hat, das für den kleinen Agenturleiter ganz unten mitdenkt und dann dort die Werbung rausgibt. Nach einem bestimmten Corporate Design, nach einem bestimmten Turnus, den ich da irgendwie betrachten muss. Und das lässt dem einzelnen Agenturleiter kaum Luft zum Atmen. Der muss sich in dieses Sprech einfinden, auch wenn er das vielleicht gar nicht so ist. Und das ist ein Problem. Und in dem Moment wird Social Media zum Erschwernis, wenn ich es nicht selbst bin. Bedeutet im Umkehrschluss, Personal Branding und Social Media gehen Hand in Hand, weil es geht ums Persönliche. Und wenn ich es schaffe, das sauber zu kommunizieren, dabei wahrhaftig, aufrichtig und authentisch bin, dann wird es auch beim richtigen Kunden am Ende des Tages ankommen. Allerdings, kleine Einschränkung, das geht halt nicht von heute auf morgen. Es ist eben keine Werbeanzeige, die ich schalte, aber der Vorteil dabei ist, es ist langfristig. Also selbst wenn ich jetzt mal für 2-3 Wochen nichts poste oder auch nichts like oder was auch immer, ist das egal, weil diese Evergreens, die ich bis dahin aufgebaut habe, bleiben ja. Das geht nicht weg. Und dann tauche ich halt wieder auf. Und dann sage ich halt, hey, da bin ich wieder. Ich war jetzt eine längere Zeit mal krank und so weiter. Was wird passieren? Die, die auf mich personal gebrandet sind, werden reagieren darauf und sagen, hey, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Dann wird mal wieder Zeit für einen Kaffee. Das sind dann so die Reaktionen, wo man merkt, Personal Branding hat geklappt. Mhm. Fazit, unbedingt machen. Für den kleinen Finanzdienstleister auf jeden Fall. Und für euch, liebe Versicherungsgesellschaften und auch an dich, Max, ja, lasst euren Agenturisten ein bisschen Luft zum Atmen für Individualität. Das ist wirklich wichtig, sonst klappt es nicht.